Hallo, zurück zu einem neuen Video zum Thema R&R Studio. Thema dieses Videos sind die Funktionen, die wir im Package Tidyverse vorfinden. Tidyverse ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. R ist über 20 Jahre alt und viele neue Entwicklungen finden aktuell in Packages statt. Und Tidyverse, eine ganze Familie von Packages, ist da ein sehr, sehr interessantes Thema. Tidyverse besteht aus vielen einzelnen Packages, aber wir können sie alle auf einmal laden. Das mache ich jetzt auch hier in der Konsole von RStudio. Könnten wir natürlich genauso gut in R machen. Dauert jetzt ein kleines bisschen. Und hier sehen wir schon gleich eine ganze Liste von Packages, die wir auch einzeln hätten laden können. ggplot. Da werden wir uns in einem eigenen Video nochmal mit beschäftigen, das heißt grafische Ausgabe. Wir werden vor allem uns hier um Tibbles kümmern und ganz kurz auf ReadR schauen und auch hier auf DeepLyR, Forecats zum Beispiel. Damit können wir sehr, sehr viel mit Faktoren anstellen. Und hier unten sehen wir auch schon mal ein paar Konflikte, die können wir jetzt aktuell ignorieren, ab und zu mal aufpassen. Natürlich gibt es hier Funktionen, die jetzt maskiert werden. Filter zum Beispiel werden wir gerade nachher auch noch mal sehen. Tibbles, das heißt hier der Inhalt dieses Packages, sind mehr oder weniger an der Weiterentwicklung der Data Frames, die wir ja schon betrachtet haben. Und es ist eine gute Idee, bevor wir uns jetzt die Tibbles ansehen, sich nochmal klar zu machen, was denn eigentlich ein Data Frame in R ist und wie wir damit umgehen können. Wir bekommen einen neuen Datentyp und wir wissen schon, wir können immer zwischen Datentypen auch die Casts machen. Das heißt, wenn wir einen Dataset in einer unserer Projekte haben oder wenn wir ihn eingelesen haben, und dann gibt es natürlich eine Funktion, sodass wir das dann hinterher in diesem neuen Datenformat bekommen, und dafür gibt es die Funktion asTibble. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Datensatz mit diesen Empty Cars, mit den Autos aus einer Darstellung, aus einer Motorshow, und hier sehen wir schon gleich die Ausgabe. Das ist ein Tibble 32 Kreuz 11, das heißt 11 Spalten, 32 Zeilen. Und was sehr schön ist, im Gegensatz zu den Data Frames, da mussten wir häufig die Funktion head verwenden, damit wir nicht alle Zeilen auf der Konsole bekommen. Und für die Tibbles hat Tidyverse diese Ausgabefunktion, die Printfunktion, schon mal gleich überschrieben und gibt uns immer nur die ersten 10 Zeilen, sagt uns noch, dass es eben hier gibt. Hier unten sehen wir, es kommen noch 22 more. Add two more variables, das heißt, es sind auch zwei Spalten nicht ausgegeben worden, weil einfach der Platz jetzt hier nicht reicht. Also wenn ich jetzt hier, was wir im Moment ja auch tun könnten, wenn ich das hier mal ein bisschen breiter mache und das nochmal mache, und dann sehen wir auch noch diese beiden. Was sehr wichtig ist, dass im Gegensatz zu Data Frames Tidyverse Eingaben, Variablen nicht verändert. Das heißt, wenn Strings in einer Datei stehen oder in einem Vektor, dann werden die nicht zu Faktoren gewandelt. Das müssen wir dann selbst machen. Dafür gibt es ja sogar ein Paket, haben wir vorhin schon ganz kurz drauf gesehen. Und es werden prinzipiell keine Typen verändert. Es werden auch keine Zeilennamen vergeben, und die Spaltennamen, da könnten wir sehr, sehr viele kreative Spaltennamen auch verwenden, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, aber das geht. Es gibt eine Tibble-Funktion, mit der wir dann einfach natürlich wie so ein Konstruktor einen neuen Datensatz auch erzeugen können. Sag jetzt einfach, es soll eine Spalte geben, die nennen wir X, die soll Zahlen enthalten von 1 bis 5.
Mit dem Pluszeichen sehen wir auch schon gleich, dass wir haben ja ein Komma gemacht, das wird jetzt noch was erwartet. Ich sage jetzt hier nur einfach 1, die wird dann einfach recycelt. Das heißt, wir schreiben dann fünfmal die 1 hinein und hier kann ich noch eine Rechnungsvorschrift machen, sagen wir mal x Quadrat plus y. Mache jetzt hier eine Klammer zu und dann wird sie uns ausgegeben. Nicht sehr überraschend. Was es noch gibt, ist ein sogenanntes Dribble, ein Transposed-Tibble. Damit können wir eigentlich, wie ich finde, wirklich sehr schön im Code ganze Datensätze angeben. Tipps mal ein, also noch das R noch dazu. Und die Spaltenüberschriften werden jetzt hier in dieser Funktion als Funktionen übergeben, als Formeln. Ja, diese Tilde kennen wir schon. Und jetzt mache ich einfach ein Kommentarzeichen. Das ist eine gute Idee, um jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Spalten und ich kann jetzt quasi im Text auch sehr schön das immer alles eingeben. Sagen wir mal, in X soll jetzt mal einfach ein Charakter stehen. Hier schreibt man die Zahl 2 hin und hier schreibt man die Zahl 3,6 hin. Machen noch ein Komma und dann schreibt man noch eine zweite Spalte, eine zweite Zeile dazu. Schauen wir hier mal eine 1 hin und hier eine 3,1. Machen die Klammer zu und hier ist es schon. Und dann sehen wir schon auch, es gibt Character, es gibt Doubles und wenn wir nochmal MTKs anschauen, ich scrolle mal gerade nach oben, sehen wir hier auch, dass es diese Datentypen gibt. Es gibt natürlich auch Factor, FCT würde dann da stehen, können wir auch erzeugen. Aber das heben wir uns nochmal für etwas später auf. Okay, jetzt wollen wir nachher auch mit einem Tipple arbeiten, deshalb speichere ich jetzt einfach das Ergebnis von dem, was wir gerade vorhin gemacht hatten, nämlich die Ausgabe speichere ich mir jetzt auf einer Variable ab. Hier muss man nochmal eins dazu sagen, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gemerkt. Data.frame schreiben wir immer. Und in den Tidyverse-Funktionen, die sich namensmäßig auch sehr oft anlehnen an den Funktionen, die wir kennen, da ersetzt man den Punkt durch das Underscore, sodass wir dann auch wissen, okay, jetzt haben wir wirklich eine Tidyverse-Implementierung. Diese neuen Funktionen sind häufig in C oder C++ implementiert, sind sehr performant, insbesondere wenn wir mit sehr großen Daten umgehen, ist Tidyverse wirklich eine Empfehlung. Und schicken wir das mal weg. Schauen wir uns nochmal MT an, aber die Ausgabe, die kennen wir schon von vorhin. Jetzt haben wir einen Tippel, mit dem wir arbeiten können. Und was in Tidyverse drin ist, sind Pipelines. Das heißt, wir können, statt dass wir jedes Mal eine Variable zuordnen und die wieder in eine neue Funktion hineinstecken, quasi wirklich eine ganze Pipe von Funktionen aufbauen, das werden wir nachher relativ häufig tun. Ich mache nochmal gerade so ein as-tibble und sage jetzt wieder MTKs. Und jetzt sage ich, okay, schickt die Ausgabe dieser Funktion mit diesem Pipe-Symbol auf eine Funktion, die jetzt eigentlich einen Parameter hat als Übergabe. Und das machen wir einfach mal View. Das heißt, ich will das jetzt nicht hier in der Liste ansehen, sondern starte doch mal den Viewer von RStudio. Und die Übergabeliste für View ist jetzt leer. Und dann sehen wir hier oben jetzt gleich im Fenster im Prinzip die gleiche Ausgabe wie eben, nur jetzt eben schön formatiert. Tibbles sind konsistent, was ich sehr schön finde. Wenn wir Funktionen haben, in die wir Dataframes als Eingabe geben, kann es durchaus mal passieren, da kommt ein Dataframe raus, manchmal kommt nur ein Vektor raus. Wenn man das später an mehreren Stellen nochmal sehen, wenn wir einen Tipple in eine Funktion hineingeben, dann kommt wieder ein Tipple als Ergebnis heraus. Egal wie groß der ist, das ist ein komplett reproduzierbares Verhalten. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Wir haben ja vorhin schon mal eins erzeugt und haben es uns auch schon mal mit View angesehen, aber ich gebe es jetzt einfach nochmal aus, dass wir sehen, dass es noch da ist. Es kann ja durchaus vorkommen, dass wir
diese Daten in eine alte R-Funktion oder in ein Projekt hineinstecken müssen, wo ein Data Frame erwartet wird. Das ist aber kein Problem. Schauen wir mal, ob das geht. Wir machen einfach den Cast so, wie wir ihn kennen. S.data.frame, merken wir schon, das ist keine Tidyverse-Funktion. Und die Glass-Funktion sagt schon, nee, hat funktioniert, ist ein Data Frame. Okay, es gibt drei Einlesefunktionen. Hier sehen wir auch schon Read-Delim oder Delim2. Das ist dann gerade wieder mitteleuropäisch oder angelsächsisch. Und es gibt Read-CSV und Read-CSV2, mit dem wir Daten einlesen können. Und am Underscore sehen wir auch schon, dass das im Endeffekt eine Tidyverse-Funktion in der Library im Package ReadR ist. Genau. Und wenn ich jetzt hier mit RStudio einfach mal, ich bin hier im Data-Ordner, jetzt kann man den File jetzt nochmal anschauen, aber ich sage jetzt mal gleich Import Dataset. Das ist relativ praktisch. Ich kann jetzt hier, wenn ich noch weiß, wie ich das mache, kann ich hier den Delimiter und alles einstellen. Ich will eigentlich nur eines zeigen, nämlich wenn ich das gemacht habe, dann erzeugt RStudio für uns im Prinzip Code, der genau diese neuen Tidyverse-Funktionen read, zum Beispiel underscore CSV, und wenn es jetzt ein Data wäre, dann würde er read Delimiter aufrufen, und ich würde mal vermuten, dass wir hier Semikolon eingeben müssen. Und dann steigt er auch um und sagt dann, okay, da ist ein Semikolon. Wieder daran denken, es werden keine Faktoren erzeugt, Charakter und Strings werden zu Charakteren. Ich sage jetzt hier einfach mal Cancel, weil wir nicht wirklich einlesen müssen, aber wenn ich jetzt Import sagen würde, dann würde er den Code hier einfach erzeugen, würde Read erladen, müsste er jetzt im Moment ja gar nicht, weil es schon da ist, und würde es uns am Anfang, am Ende auch zeigen. Wir bleiben bei unseren Empty Cars und schauen uns noch einige Funktionen an, die wir verwenden wollen. Was wir häufig machen, ist natürlich Daten einlesen und dann diese Daten transformieren, so dass wir dann am Ende unsere Analyse beginnen können, unsere Aussagen nachweisen können, grafische Ausgaben machen können. Und Tidyverse spricht da so ähnlich wie bei ggplot, das GG steht dort für Grammar of Graphics. Spricht man im Tidyverse-Umfeld von a Grammar of Data. Das heißt, Sie können, oder Grammar of Transformation, Sie haben quasi so eine Art Grammatikfunktionen, mit denen wir eigentlich alles tun können, was wir möchten. Das wird jetzt auch keine erschöpfende Darstellung aller dieser Funktionen. Das wäre eine Angelegenheit von mehreren Stunden. Im Netz finden Sie sehr, sehr schöne Quellen, angefangen von der Webpage des Tidyverse-Projekts. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Wir beginnen damit, dass wir sehr häufig, das haben wir auch schon gemacht, in anderen Kontexten, aus so einem Datensatz, zum Beispiel jetzt hier aus diesem MT, Zeilen filtern wollen, und dafür gibt es genau die Filterfunktion. Jetzt haben wir hier ja noch MT da stehen, und jetzt könnte es ja sein, dass wir sagen, na gut, wir wollen eben nur alle Sechszylinder, die hier drin sind. Das mache ich jetzt gleich mit einer Pipeline. Muss man gar nicht mit einer Pipeline machen, aber was das Schöne darin ist, wenn wir dann noch sehen. Also brauche ich ja schon mal einen Fokus. Okay, MT. Pipeline-Symbol, und jetzt schreibe ich das immer in eine neue Zeile. Und ich sage jetzt, okay, einfach Filter, und jetzt sage ich, Zylinder ist gleich 6. 6 Zylinder wollten wir haben. Okay. Hier sehen wir sie gerade. Ja, dasselbe wäre gegangen. Natürlich gibt es eine alte Form von Filter, indem wir einfach sagen, Datensatz und dann die Bedingung. Kommt genau das gleiche aus. Wir können mehrere Bedingungen da hineinschreiben nach dem Datensatz. Zylinder gleich 6, Komma abgetrennt, machen wir noch mehr. Ich hole mal das gerade nochmal zurück in der History.
und sage jetzt hier Filter und sage jetzt, okay, alle 6 Zylinder und der Verbrauch, dieses MPG soll kleiner oder gleich 20 sein. Sehen wir schon oben in der Tabelle. So was müsste man bekommen. Und dann sagt er, okay, es gibt nur noch 6 Stück davon. Das heißt, wir können sehr schön mit vergleichen oder mit anderen Anweisungen hier die Zeilenanzahl reduzieren. Wir werden Filter nachher noch einige Male verwenden. Logische Schlussfolgerung ist, wir können natürlich auch Spalten, Variablen auswählen. Die Funktion dafür an Tag jeweils heißt Select. Machen wir wieder gleich als Pipeline. Nehmen wir wieder unsere Motordaten und sage ich einfach Select. Und zwar möchte ich jetzt nur die ersten 4 Spalten, also von MPG bis Horsepower bis HP, einfach getrennt mit einem Doppelpunkt. Und dann wird uns ein Tippel produziert, was eben nur noch 4 Spalten hat. Ich kann auch die Spalten, die ich möchte, einfach aufzählen. Und zwar auch in der geänderten Reihenfolge. Ich möchte nur noch die 4, und zwar in der Reihenfolge, wie ich es jetzt hier angebe. Und wenn ich hier hinter AM auch ein Komma mache, dann passiert auch keine Fehlermeldung. Zack. Sehr praktisch ist hier eine Funktion, wo man sagt, na gut, ich möchte sie umsortieren, aber ich möchte natürlich trotzdem alle Spalten drin haben. Das geht auch. Select und sagen wir mal, okay, Zylinder, MPG, AM, Gear und alles andere. Und dafür gibt es eine Funktion. Everything. Und dann werden einfach alle anderen in der Reihenfolge, wie sie dann bisher da waren, rechts angehängt sozusagen. Der Rest. Wir können bei dem Select auch die Spaltenheader verändern. Das geht, ist aber, finde ich, etwas unhandlich manchmal. Es gibt eine eigene Funktion dafür. Das ist die Rename-Funktion. Schauen wir uns die gerade mal an. Auch die wieder gleich in der Pipe. Und jetzt sagen wir einfach mal, okay, schauen wir es mal klein. Ich hätte schon ganz gerne diese Zylinderfunktion, aber ich hätte sie gern eben als eingedeutscht, wenn man so will. Und statt Horsepower soll da eben PS stehen. Genau. Macht er, verändert nicht die Reihenfolge. Und jetzt sehen wir aber hier schön, da stand vorher Zylinder. Und hier steht PS statt Horsepower. Die Ordnung bleibt gleich. Wir können das aber auch kombinieren. Das haben wir ja vorhin schon mal gemacht. Das heißt, wir sagen jetzt wieder, machen wir eine Pipeline auf. Und jetzt selektieren wir nur von MPG, sagen wir mal, bis Horsepower. Schauen wir mal gerade. Genau, haben wir ja vorhin schon mal gemacht. Ich hole mir das jetzt wieder zurück mit der History. Weil ich mache jetzt das Folgende. Und das ist einfach das Coole mit diesem Pipeline-Konzept. Das Ergebnis pipe ich jetzt durch und mache jetzt noch ein Rename. Könnte ich auch in die Select reinmachen, aber Rename ist da eigentlich besser. Zack. Das heißt, wir können in dieser Pipeline sehr schön diese ganzen Operationen so Stück für Stück, auch mit der History-Funktion versehen natürlich. Immer wieder schauen, wo bin ich zumindest und das dann weitermachen. Was wir natürlich auch gerne möchten, jetzt können wir wieder mehr so zu den Zeilen zurück, dass wir die Zeilen neu anordnen. Wir schauen uns MT nochmal an. Die sind jetzt einfach in der Reihenfolge ausgegeben, wie sie jetzt kamen. Dafür gibt es die Arrange-Funktion. Das heißt, wir gehen wieder direkt in Pipeline. Sie merken schon, ich mag das Konzept unheimlich gerne und sagen jetzt, okay, sortiert doch jetzt mal ab, aufsteigend und zwar zuerst mal nach Zylinder, lexikografisch. Und wenn da eben, ne, zum Beispiel hier sehen wir schon, die ersten beiden Zeilen haben ja 6 Zylinder, dann nehmen als zweites Sortiermerkmal die 1
Wir verändern nicht die Spaltenreihenfolge, können wir natürlich jetzt aber natürlich in einer Pipeline hineinbauen und wir kriegen jetzt auch sehr schnell die Vierzylinder. Wenn wir das jetzt absteigend sortieren wollen, geht das auch, indem wir jetzt zum Beispiel vor den Zylindern einfach noch sagen, Descending. Wie schon eben erwähnt, wir können jetzt solche Pipes wieder beliebig lang machen. Wir holen uns wieder die Autodaten, verändern die Reihenfolge mit Arrange, machen jetzt hier wieder ein Pipe-Symbol, das heißt, das Pluszeichen erscheint wieder und wählen jetzt einfach nur alle Zeilen aus, wo der Wert von HP größer als 80 ist, schicken das weg und dann werden jetzt gar nicht so viele weggefiltert. Ich hätte vielleicht mehr, ja, 100 machen sollen. Das heißt, mit diesen Pipelines können wir sehr, sehr mächtige Veränderungen machen und die sind eben auch sehr performant. Das heißt, wir haben mit Spalten ausgewählt, wir haben Zeilen ausgewählt, wir haben Zeilen umsortiert, Spalten haben wir auch umsortiert, wir haben ihnen neue Namen gegeben. Was man natürlich häufig auch braucht, ist, dass man aus den Variablen, die wir jetzt schon da haben, weitere Variablen erzeugen möchten. Dazu gibt es die Funktion Mutate. Und als Beispiel rechnen wir jetzt einfach hier in dem Datensatz mal Einheiten um. MPG miles per gallon. Wir hätten das aber gern in Liter pro 100 Kilometer, weil wir damit einfach mehr anfangen können. Und die Umrechnungsformel für eine Zahl in MPG ist einfach 235 durch x. Das kann man sich durch Einheitenbetrachtung herleiten. Das nehmen wir jetzt einfach. Das heißt, wir sagen jetzt wieder, okay, mach eine Pipeline auf, steck die Daten, die wir ja oben auch noch mehr oder weniger sehen, mal hinein. Jetzt machen wir so schon mal ein Select Statement und sagen, okay, ich hätte schon mal auch ganz gern die Spalte mit den Leistungsangaben im Horsepower, die würde ich jetzt wieder gern PS nennen. Die Zylinderspalte, die nenne ich jetzt mal Zylinder und MPG, das heißt, dass man nachher nicht ganz so viel eigentlich auf dem Bildschirm haben und die MPGs, die nehme ich jetzt einfach so als dritte Spalte, schicke die jetzt mal weg und sage jetzt, okay, mutate, ich mache eine Klammer auf, die Klammer zu und mache ich weg und sage jetzt, ich hätte gerne eine neue Spalte, die nehmen wir jetzt mal Verbrauch und das ist jetzt einfach 235.0 durch MPG. Mach die Klammer zu und mach jetzt nochmal eine Pipe. Und sag jetzt, okay, jetzt habe ich nämlich vier Spalten, die drei, die ich eben mit Select ausgewählt hatte und die, die ich eben erzeugt habe. Und MPG möchte ich jetzt einfach mal sein lassen. Das heißt, ich nehme jetzt auch die neuen Namen und schreibe hier nicht mehr MPG hin, sondern Verbrauch. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Das, was wir erhofft hatten. Die könnten wir jetzt wieder sortieren mit Arrange. Wir könnten nochmal Zeilen auswählen, wo der Verbrauch jetzt kleiner ist wie 10. Da würden hier jetzt nicht so sehr viele rauskommen, weil das meistens amerikanische Wagen sind. Und auch hier haben wir wieder sehr schön dieses Pipeline-Konzept gesehen. Es liegt natürlich nahe, diese Pipe wirklich Zeile für Zeile aufzubauen. Das ist auch nicht verboten in Mutate, wenn ich noch ein Komma mache in die Zeile. Ich markiere sie hier gerade nochmal. Nochmal ein Komma und dann kann ich noch eine weitere Variable erzeugen und diese Variable Verbrauch, die ich produziert habe, die könnte ich jetzt direkt verwenden, um noch eine weitere Spalte zu erzeugen, kann auf die also zugreifen wie eine Variable. Mit Transmute haben wir das Verhalten, dass wir dann nur noch die neu erzeugten Spalten bekommen, das heißt sozusagen alles andere wegwerfen. Während hier das damit, habe ich das mit Select gemacht, Mutate, erzeugt einfach neue Spalten und lässt die alten Spalten, die da sind, aber auch da. Also mit Transmute hätten wir jetzt zum Beispiel das Verbrauch auch nochmal nicht mehr in das Statement hineinpacken müssen. Es gibt eine große Menge von Funktionen, die ich da verwenden kann.
Eine schauen wir uns nämlich, schauen wir nochmal an, und zwar indem wir zum Beispiel, um Rangkorrelation später machen zu wollen, jetzt die Ränge der Zahlen haben wollen. Fangen wir doch einfach nochmal eine Pipeline an. Und jetzt mache ich wieder mein Select Statement. Ich könnte es aus der Höchsttheorie holen, aber ist jetzt egal. Sag jetzt einfach, ich möchte mal die drei hier haben. Mache eine Pipeline weiter und sage jetzt Mutate. Und jetzt sage ich, okay, ich hätte gerne die Rangzahlen dieser MPG-Angaben. Also ich will sie nicht sortieren, sondern ich will die Ränge haben, um zum Beispiel dann hinterher Spearman oder Candles Tau oder was ich immer ausrechnen will, um die Rangkorrelation zu beschreiben. Okay, nenne die dann einfach MPG-Rang und sage jetzt einfach Min Rank. Das ist genau das Verhalten, was wir erwarten würden von MPG. Mach die Klammer zu. Ich mache jetzt mal noch kein Select dazu. Und jetzt haben wir eine neue Spalte hier. Ganz rechts sehen wir sie eben mit dem Rang. Und wenn ich es jetzt wieder in der umgekehrten Reihenfolge sortieren möchte, das haben wir eben ja schon mal ausprobiert, das machen wir wieder mit dem Descending. Zu. Ja, ich muss erst ein bisschen Mutate machen und jetzt machen wir das. Jetzt habe ich irgendwo eine. Hatte ich eine Klammer zu vergessen, aber nachdem das Pluszeichen immer noch drauf gekommen ist, haben wir das auch wegbekommen und jetzt haben wir die Reihenfolge verändert, sehen wir ja gerade nochmal. Genau. Okay, wäre natürlich mal interessant, wo die 1 ist. Aber das ist schon okay. Bis hier haben wir immer Pipelines aufgebaut und uns das Ergebnis auf dem Bildschirm angeschaut. Das können wir natürlich aber auch einer Variablen zuweisen. Das machen wir jetzt mal gerade hier mit der letzten Zuweisung, weil ich mir dann wieder alles aus der History holen kann. Ich hole mal gerade den Anfang von der Pipe. Und da gehe ich jetzt nach vorne und sage jetzt, okay. Das Ergebnis, also dieses Tippel mit 32 Kreuz 4, was man da oben sehen, das würde ich gern auf einer Variable, nennen wir die mal MTNU, würde ich die gern speichern. Das heißt, ich mache hier den Zuweisungsoperator und dann sozusagen fange ich mit der Pipe an. Okay, jetzt nehmen wir wieder das erste Select. Dann nehmen wir diesmal das Mutate ohne das Descent, damit ich nicht zu viele Schwierigkeiten mit meinen runden Klammern habe. Da ist er. Mache hier eine runde Klammer zu. Und jetzt sehe ich eben nichts. Aber wenn ich jetzt mir die Variable anschaue, könnte ich das mit View machen. Aber ich gebe es jetzt einfach hier mal aus, zu sehen. Dann habe ich das. Das heißt, ich kann die Ergebnisse von so einer Pipeline eben auch abspeichern. Ich könnte jetzt jede Zeile natürlich auch mit dem Zuweisungsoperator machen und immer wieder hineinstecken. Aber so kriege ich natürlich deutlich weniger Variablen, wenn ich eine lange Pipeline habe. Beim Aufbauen ist es manchmal gar nicht so unpraktisch. Wir haben schon die Zahlen umsortiert. Ein sehr mächtiges Konzept in Tidyverse ist das Gruppieren von Zeilen. Dazu gibt es eine Funktion, die nennt sich Group By. Und diesmal, wir speichern das Ergebnis jetzt wieder nicht ab, sondern machen einfach eine Pipeline und sagt dann Group By, ja, und sagt dann, okay, sortiert es doch lexikografisch mit der Automatik und der Anzahl der Gänge. Ist jetzt nicht sonderlich interessant. Die Reihenfolge wird nicht geändert, aber wir haben jetzt hier quasi eine Gruppierung mit diesen beiden Spalten. Auch das kann ich dann wieder in der Pipeline stecken und zum Beispiel, damit es übersichtlicher wird, holen wir uns diese beiden, mit denen wir gruppiert haben, auch nach vorne, indem wir wieder das Ergebnis, was wir eben gesehen haben, in eine Pipeline hineintun und sagen, jetzt Select, okay, und jetzt hätte ich natürlich gern die beiden da vorne und alles andere gibst du mir jetzt noch dazu, nehmen wir wieder Everything und dann sehen wir auch die Gruppierung viel deutlich. Da kann ich auch mit mehr als zwei durchführen, mit mehr als zwei Spalten
Das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Das Letzte, was wir noch machen, ist, wir wollen natürlich häufig Daten aggregieren. Das haben wir ja schon gemacht. Wir haben den Mittelwert ausgerechnet von Daten oder von ganzen Spalten, die Standardabweichung, den Median. Das geht natürlich auch in Tidyverse. Das können wir in eine Pipeline hineinstecken mit der Summarize-Funktion. Und das machen wir mal als allererstes. Fangen wir wieder mit unserem Datensatz an. Sagen dann Summarize und ich mache das wie beim Mutate an. Ich ganz gerne mache nur die Klammer auf, auch wenn RStudio das nicht so gerne hätte. Sieht man immer schön und sagen jetzt okay, ich hätte es mal gern den Mittelwert von der Spalte MPG. Gibt es eine Mean-Funktion für Summarize? Macht die Klammer zu. Und ich hatte schon ganz am Anfang erwähnt, Tidyverse ist konsistent. Das Ergebnis von der Funktion ist immer ein Tippel. Und da sehen wir jetzt hier auch, ja, natürlich haben wir nur eine Zahl ausgerechnet, aber es kommt kein Double raus, es kommt ein 1 Kreuz 1 Tippel hier heraus. Spaltenname ist MPG Mean, so haben wir es ja genannt. Und darunter steht der Wert, nämlich 20,1. Das ist jetzt das arithmetische Mittel. Wir können mehr als eine ausrechnen. Machen wir das mal gerade. Machen das Summarize auf. Sagen jetzt das hier, machen ein Komma. Und wenn ich das auch noch den Median sehen möchte, schaut mal einfach nach, was der Median als Funktion ist. Haben wir schon fast vermutet. Und die Standardabweichung ist wieder SD. Machen die Klammer zu. Und dann haben wir eben ein 1 Kreuz 3. Das heißt, wir können so unsere Summary-Funktion, die man ja von Daten kennen, im Endeffekt. Da kommt ja ein Feld raus. Wir machen das gerade mal mit den ursprünglichen Daten. Ja, nicht so sonderlich übersichtlich, weil wir eben das pro Spalte bekommen. Und natürlich kann ich auch unser MT da reinstecken. Da passiert jetzt gar nichts. Ja. Aber mit meiner Pipeline, die wir da eben aufgebaut haben, ich scroll gerade mal zurück, bevor wir es nochmal ausführen müssen, könnte ich jetzt im Endeffekt hier so eine Tabelle, vielleicht sogar auch mehrere Zeilen, einfach selbst aufbauen und entscheiden, was da drin ist. Und wenn wir gruppiert haben, dann wird Summarize wirklich erst sehr mächtig, weil nämlich dann wird, wir machen schon mal hier die Pipeline auf. Dann werden nämlich diese Aggregationsfunktionen wie das wie Mean oder Median, das wird dann als gruppenweise gemacht. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem mit meiner Anzeige, aber das kriegt man gleich wieder hin. Ich mache jetzt einfach mal ein Select Statement, damit wir wieder in einen gescheiten Zustand kommen. Okay, gut. Gut, also fangen wir wieder eine Pipeline an. Vorhin mal schon gruppiert. Ich tippe es einfach nochmal neu ein. Mach hier sogar mal eine Gruppierung mit drei Merkmalen. Schauen wir uns mal einfach an, was rauskommt. Und machen dann nachher auch noch gleich, eventuell könnten wir jetzt auch die Spalten tauschen, aber das machen wir nicht, sondern wir machen jetzt ein Summarize. Okay, nochmal die Pipeline, nochmal das hier hergeholt. Das Group by. So, und jetzt machen wir die Pipe weiter und sagen, jetzt hätte ich gern eine Summierung und zwar mit diesen drei Merkmalen, nachdem du das sozusagen sortiert hast, lexikografisch und sage jetzt einfach MPG Mean wieder ist Mean von MPG. Diesmal die Klammer gleich zugemacht. Und jetzt kommt eben nicht ein 1 Kreuz 1 Tippel raus, sondern für die drei Variablen, die wir benutzt haben zum Gruppieren, ja, kommt gruppenweise. Wir sehen jetzt auch, dass wir hier genau 10 Gruppen gebildet haben. Hätten wir vorhin die ganze Tabelle uns anschauen müssen. Und pro Gruppe kommt jetzt der Mittelwert oder auch Median oder was ich immer hier angegeben habe dazu. Das heißt, wir können hier gruppieren und dann die Aggregation gruppenweise durchführen. Was man sehr häufig auch gerne hätte, ist eben, dass man nicht nur Mean und Median und SD macht, sondern dass man manchmal auch gerne
ohne abzuzählen müsste, okay, jetzt hast du 10 Gruppen gebildet, wie viele lagen denn in jeder Gruppe? Dafür gibt es einen Counter. Machen wir nochmal das Q bei, also wie wir es eben hatten. Kann auch sagen, jetzt summarize, holen uns auch nochmal das MPG Mean. Ich mache jetzt aber hier ein Komma und jetzt kommt ein Fehler, genau, weil ich ja die Klammer zu hatte. Also machen wir nicht so viel reden und tippen gleichzeitig die Gruppierung. Jetzt machen wir es summarize, machen wir in Klammer auf. Genau, und jetzt machen wir hier natürlich die runde Klammer zu, weil wir wollen das Summarize noch nicht zumachen. Jetzt kommt wieder ein Plus, jetzt haben wir Glück gehabt und nennen jetzt mal die neue Variable einfach Anzahl. Und es gibt einen Counter, das ist einfach n, Klammer auf, Klammer zu. Und dann wird eine weitere Spalte namens Anzahl produziert. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel in dieser Spalte mit Schaltwagen, drei Gängen, acht Zylindern, haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 15 Gallonen oder wir können 15 Miles per Gallon fahren, so rum. Und davon gab es aber 12 Stück in der Gruppierung 0, 3, 8. Das heißt, wir haben hier Counter, sodass wir eben auch zählen können. Und was wir jetzt noch machen könnten, ist, dass wir zum Beispiel sagen, in dieser Pipeline hätte ich jetzt gerne nur alle Zahlen, wo Anzahl größer als 5 ist. Nichts einfacher als das. Wir holen uns die Pipeline zurück, gruppieren wieder, machen die Summation, das heißt, ich mache zuerst wieder das MPG Mean, mache jetzt wieder mein N, mache jetzt mal die Klammer nochmal zu ohne History und schicke das jetzt weiter in den Pipeline und sage jetzt, ja, mit Filter konnte man ja Zahlen aus. Wählen und sage jetzt einfach Anzahl. Ich kann auf Variablen, auf Spalten, die ich jetzt gerade erzeugt habe, kann ich direkt danach in der Pipeline zugreifen und sage, okay, alle, wo Anzahl gleich größer als 5 ist und das waren eben nur diese beiden. Insgesamt, Tidyverse, jetzt haben wir eigentlich fast nur prinzipiell gesehen, was wir alles machen können. Es lohnt sich, da die entsprechenden Quellen nochmal anzusehen, zum Beispiel R4 Data Science, was im O'Reilly Verlag erschienen ist, kann ich nur empfehlen. Und man muss sich etwas daran gewöhnen, auch an das Pipeline-Konzept. Ich habe auch ein bisschen dafür gebraucht. Aber danach ist das ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, um Dinge sehr schön, sehr schnell, sehr elegant auch durchzuführen.